Position aus ins Rennen. Neben ihm mit der 506 Tommy Helfinger vom MTech Praka Racing Team. Thomas Schumacher mit der 511 vom Kartsport Klim. Und die 517 Michael Becker bilden dann die zweite Startreihe. Die dritte Startreihe, da sehen wir mit der 516 Patrick Henke und mit der 599 Philipp Weber. Andreas Schindler mit der 515 teilt sich die vierte Startreihe mit Placido Andrisani, der die 546 aufgeklebt hat. Mit der 528 Keke Hausmann und die 502 Klaus Parnett dann in Startreihe 5 und in der sechsten Startreihe Dieter Jendrejczyk mit der 505 und Robert Weithaas mit der 504. Sascha Thyssen hat die 501 auf dem Kart und steht damit ebenso in der siebten Startreihe wie mit der 508 Konrad Bayer. Edgar Klaassen die 555 und Sven Paas die 518 bilden die achte Startreihe und aus der neunten Startreihe wird an den Startrollen mit der 544 Thomas Kunz und die 509 Christoph Cornelius. Matthias Delle, die 566, macht dann in Startreihe 10 das Feld der DD2 Masters Fahrer komplett. Ja, natürlich wenden wir uns auch hier dem Zwischenstand zu. Und er sagt, mit 58 Punkten und 2 Siegen in Genk liegt Patrick Henke, die 516, in Führung vor Thomas Piert mit der 550, der 50 Punkte auf seinem Konto hat, und Tommy Helfinger, der mit 46 Punkten auf Platz 3 liegt. Placido Andrisani mit 37 Punkten, punktgleich mit Michael Becker auf den Plätzen 4 und 5. Und 34 Punkte, die gehören Thomas Schumacher, der ist Sechster. 33 Punkte, also nur einen Punkt dahinter, Andreas Schindler mit der 515. Also auch hier kann das Klassement jetzt richtig gut noch durchgemischt werden, schon allein mit diesem ersten Wertungslauf. Jetzt, da es wieder zu regnen begonnen hat und wieder mehr Tropfen vom Himmel kommen. Ja, und das Feld rollt also jetzt in Richtung Start, wo sie durch die roten Lichter erwartet werden, die dann ausgehen. Und dann ist der Start frei für 14 Minuten und eine Runde in der Masters-Klasse sind sie jetzt also unterwegs. Und sofort ist es wieder Thomas Piert, der die Führung übernimmt und diese Führung souverän übernimmt, während Andreas Schindler die 515 bereits ausrollt in der Box. Das sieht mir aus, als ob dieses Rennen für ihn schon vorzeitig zu Ende ist. Einfahrt des Innenraums. Da gibt es Probleme für einige Fahrer, die drehen sich, bleiben entgegen der Fahrtrichtung stehen. Ist natürlich nicht ganz einfach, können sich aber doch wieder befreien. Und dann kommt der nächste Dreher von, wenn ich es richtig gesehen habe, Thomas Schumacher, der Startnummer 511, der war auf Platz 3 gelegen und muss sich jetzt aber geschlagen geben. Durch diesen Dreher fällt er ein Stück weiter zurück. Lasst uns das Feld mal nach dieser ersten Runde sortieren. Vorne jetzt ist Patrick Henke, die 516, da ist nämlich der Thomas Piert in der Spitzkehre weit nach außen getragen worden, weit rausgerutscht, muss man bei diesen Wetterbedingungen sagen. Und dann ist Henke einfach innen durchgegangen und hat sich die Führung geholt, der Fahrer des Beulekart Racing Teams, der als Fünfter in dieses
Rennen erstmal gegangen ist und jetzt gleich in Führung liegt. Ja, Patrick Henke, auch einer, sag mal, der Altvorderen. Der Patrick Henke mit seinen 31 Jahren war 2012 bereits Zweiter in der damaligen DD2 World Klasse und will natürlich auch jetzt in der Mastersklasse wieder zu Potte kommen. Führt, wie gesagt, nach den Rennen in Genk das Feld an, wo er beide Läufe gewinnen konnte. Im ersten Lauf bei trockenem Wetter, das muss man ja auch mal so dazu sagen, holte er sich Platz 8 ab. Und mit diesem 8. Platz bei Trockenheit und dann im Regen am Sonntag, da war seine große Stunde mit 2 Siegen gekommen. Hinter Henke, wie gesagt, Thomas Piert, der Fahrer, der sein Comeback in diesem Jahr feiert, hat ein Jahr ausgesetzt. 2012 hier sein bestes Ergebnis auf dem Hahn. Das war damals Platz 5 im Finale, den er sich hat holen können, steht bisher noch zu Buche. Er war es, der im Trockenen in Genk den Sieg herausfahren konnte am Samstag. Der Thomas Piert. Michael Becker mit der Startnummer 517. Er hat sich in der Zwischenzeit den 3. Platz geholt. Das heißt, in der Zwischenzeit ist auf jeden Fall auf Platz 3 derzeit unterwegs. Der 3. der DD2 Masters des letzten Jahres. Seit 16 Jahren sitzt er eigentlich schon im Kart, ist hier unterwegs mit Riesenerfolg und, das muss man ihm auch noch lassen, natürlich mit Riesenspaß dann dabei. Keke Hausmann, der Fahrer mit der Startnummer 528 aus Wermelskirchen, ist derzeit auf Platz 4 unterwegs in diesem Lauf. Und das Besondere, Keke Hausmann ist ja unser Handicap-Fahrer, war im letzten Jahr 7. der DD2 Masters, ist seit einem Motocross-Unfall querschnittsgelähmt und bedient dementsprechend das Kart mit den Händen. Er schaltet mit den Daumen, gibt mit den Fingern Gas. Und das macht er schon im 6. Jahr, seit dem Jahr 2000 macht er das. Sein bestes Ergebnis letztes Jahr hier in Hahn, das war ein 2x6. Platz für ihn. Also da könnte jetzt was Besseres rausspringen für den Keke Hausmann, der auf Platz 4 derzeit unterwegs ist. Aber das heißt noch nicht viel, sage ich mal so vorsichtig. 11 Punkte hat er nach den Rennen in Genk auf seinem Konto. Also da kann er schon einen großen Schritt nach oben, zumindest an diesem Samstagnachmittag, dann machen. Jetzt, da der Regen wieder ein bisschen weniger wird, es wieder ein bisschen ruhiger wird in dieser Brodelküche. Mit der 501, das ist der Sascha Thyssen, der ist derzeit auf Platz 5 unterwegs. War 2011 und 2012 jeweils 5. in der DD2 Masters-Klasse. Der Fahrer aus Wassenberg und 2013, da war sein bestes Ergebnis ein 3. Platz im Finale, 4. war im Pre-Finale. Es werden ja seit diesem Jahr
drei Wertungsläufe ausgefahren. Davor waren es immer zwei. Und apropos zwei, Michael Becker ist dran an Thomas Piert, versucht vorbeizugehen, versucht im Omega innen durch. Und das muss man so fast wörtlich nehmen, vorbei zu rutschen an Thomas Piert. Gelingt ihm aber nicht, dann heißt es Einfahrt zum Innenraum. Da nimmt er dann die Chance nicht wahr. Er weiß natürlich auch ganz genau, oh, das ist mir jetzt dann ein bisschen zu heikel. Und man muss natürlich auch noch beachten, dass wir gerade mal die Hälfte des Laufes haben mit 6 Minuten 30 Sekunden, die noch zu absolvieren sind, haben wir jetzt gerade mal die Hälfte gesehen. Und dann gibt es ja obendrauf ebenfalls nochmal eine Runde. Spitzkehre für die beiden. Wieder versucht Michael Becker innen durch. Aber auch er beim Anbremsen so ein bisschen ins Rutschen gekommen. Da hat sich das Kart quer gestellt, während Thomas Piert das Kart einfach ruhig hält. Einfach ganz ruhig auf der Strecke hält. Und damit wieder keine Chance für Michael Becker hier vorbeizugehen. Dann geht es wieder in Richtung Omega zwischen diesen beiden. Aber jetzt hat der Michael Becker dann doch ein bisschen Luft zwischen sich und Thomas Piert gebracht. Und das bedeutet, er wird jetzt wohl nicht gleich hier zum Angriff rufen, wenn es reingeht in den Innenraum. Ja, Kicke Hausmann, der beobachtet das Ganze in aller Ruhe, hält hier einfach seinen Abstand und versucht natürlich jetzt die noch verbleibenden 5 Minuten 20 Sekunden runter zu rasseln auf Platz 4. Wäre natürlich schon ein ideales Ergebnis. Sascha Thyssen, er fährt langsamere Rundenzeiten, deutet darauf hin, bleibt weiterhin auf Platz 5 für ihn. Fünfter, sechster dann mit der Startnummer 544. Ist da der Thomas Kunz unterwegs mit der Startnummer 544 auf Platz 6 derzeit zu finden. Der Fahrer aus Königstein. Und dahinter dann mit der 511 der Thomas Schumacher. Auch Thomas Schumacher, der Nauroter, hier in Hahn im letzten Jahr mit einem Doppelsieg nach Hause gefahren. Heißt, beide Läufe konnte er gewinnen, konnte er für sich entscheiden und war dann am Ende des Jahres Zweiter in der DD2 Masters Klasse des letzten Jahres. 2013 und 2012 konnte er diese Klasse jeweils für sich entscheiden, konnte jeweils gewinnen in dieser Klasse. Und da geht es bei der Einfahrt in den Innenraum geradeaus weiter für Tommy Helfinger. Helfinger, der ist auf Platz 10 gewesen, muss jetzt das Kart natürlich aus eigener Kraft wieder auf die Strecke bringen. Und sein dritter Platz, der könnte ihm vielleicht noch bleiben nach diesen Läufen. Kommt drauf an, wie weit fällt er denn mit diesem Ausritt nach hinten, der Tommy Helfinger. Konrad Bayer, auch er bei der Einfahrt zum Omega von der Strecke gekommen. Ja, es ist nicht einfach, bei diesen Bedingungen sich zu halten. Der Regen hat nachgelassen, aber es fallen noch der ein oder andere Tropfen auf die Strecke, sodass eine trockene Strecke erst gar nicht zustande kommen kann. 2 Minuten und 20 Sekunden und eine Runde noch zu fahren
in diesem ersten Wertungslauf. Und dann wissen wir ja auch, wie steht die Startaufstellung in Wertungslauf Nummer 2. Patrick Henke macht das ganz souverän, wie er seine Führung hier weiterhält. Thomas Piert und Michael Becker, das könnte noch ein Zweikampf werden zwischen diesen beiden. Aber dazu heißt es, ich rechne mal, 3 Runden sind noch, die zu absolvieren sind. Und da reicht es wohl für den Michael Becker nicht mehr ganz. Aber für Michael Becker, der hat jetzt eine große Chance, seinen 5. Platz hier auf jeden Fall weiter nach vorne auszubauen. Denn der punktgleiche Placido Antrisani, der ist bereits draußen, der fährt nicht mehr mit, der schaut bereits zu, was hier der Michael Becker macht. Und auch Tommy Helfinger, der auf Platz 3 liegt, der 9 Punkte Vorsprung hatte auf Michael Becker. Ja, durch seinen Ausritt auf Platz 13 ist er zurückgefallen. Das heißt, 3 Punkte für ihn. Becker würde mit diesem 3. Platz 16 Punkte bekommen, hätte dann also auch diese 9 Punkte Vorsprung von Tommy Helfinger hereingefahren in der Wertung der Rotax Max Challenge 2016. Ja, die letzten Sekunden laufen bereits herunter. Und das heißt, die beiden letzten Runden haben in diesem Wertungslauf begonnen. Und das wird wohl eine klasse Angelegenheit werden. Patrick Henke mit der 516. Der Dortmunder vom Beulekart Racing Team wird sich diesen Wertungslauf und damit auch die 25 Punkte erstmal holen. Jetzt warten wir alle, bis er runterkommt und dann geht es in die letzte Runde. Da wird es bereits angezeigt. Letzte Runde beginnt für die Masters-Fahrer. Und Patrick Henkes Vorsprung auf Thomas Piert ist 9,4 Sekunden. Piert hat sich jetzt auch freifahren können von Michael Becker. Aber um Platz 4 wird es nochmal richtig spannend. Kecke Hausmann und Sascha Thyssen können sich da noch ein heißes Duell im Augenblick liefern. Auch wenn es nicht so aussieht, Thyssen ist mit mehr Schwung in diese Runde gegangen. Und das könnte natürlich durchaus dann noch drin sein. Jetzt also auch die gelben Flaggen im Innenraum draußen, denn da ist der Matthias Delle havariert, bringt aber sein Kart wieder zum Laufen. Alles ist gut gegangen. Patrick Henke in der Spitzkehre zum letzten Mal am heutigen Samstag biegt er dann ein durch das Ziel S hindurch, kommt Patrick Henke in Richtung Zielflagge. Das schwarz-weiße Tuch ist draußen und Patrick Henke, er gewinnt diesen ersten Lauf vor Thomas Piert. Michael Becker wird Dritter. Kecke Hausmann holt sich Platz 4 in diesem Lauf. Sascha Thyssen wird Fünfter. Thomas Schumacher fährt sich auf Platz 6. Platz 7 dann für Robert Waldhaas. Thomas Kunz wird Achter. Platz 9 dann für den Dieter Jendrajczyk. 10. Platz für Christoph Cornelius. Platz 11, den holt sich hier Philipp Weber ab. Tommy Helfinger wird 12.
Edgar Klaassen wird 13. Platz 14. Dann für Sven Paas und Matthias Selle holt sich Platz 15 und damit den einen verbliebenen Punkt in der Masters-Klasse.